Ja, die Frage nach den Teilnahmequoten in der Unternehmenskasse ist natürlich eine interessante Frage. Und das ist das, wo wir wirklich einen breiten Durchschnitt haben. In der Regel 70, 80 und mehr Prozent der Mitarbeiter machen mit. Das hängt von ein paar verschiedenen Faktoren an, auch von der Stimmung im Unternehmen. Aber weniger als 70% Teilnahmequote haben wir noch nie gehabt. Es geht nicht darum, andere Versorgungssysteme zu vertreiben. Es geht vor allem um die, die noch nichts haben. Und das ist meistens die Quote von 80% aufwärts. Ich glaube, die statistische Zahl liegt ungefähr bei 16%, was versicherungsförmige BAV im Unternehmen eingeführt ist. Wie gesagt, sehr hohe Teilnahmequote, weil es für die Mitarbeiter einfach plastisch ist, weil es für die Mitarbeiter einfach nachvollziehbar ist, dass hier eine Verzinsung vom ersten Euro an, eine hundertprozentige Sicherstellung durch den Pensionssicherungsverein, das heißt keine Möglichkeit, hier irgendwo Geld zu verlieren. Die Gelder auch nicht in Staatspapieren, im Spanischen, im Griechischen, in was auch immer zu parken und zu investieren, sondern sinnvoll im eigenen Unternehmen, die eigenen Unternehmen zu stärken, den Arbeitsplatz zu stärken, die Region zu stärken. Das wird von unseren Mitarbeitern verstanden und das erfährt bei Mitarbeitern auch eine hohe Akzeptanz.